diese Züge, die Mekate, so nennt man die Züge, die werden jeden Tag neu geknotet. Das Ding wird nicht so weggehängt, das verbiegt sich. Das ist aus Rohleder, das zeigt aber nachher noch, wie man das knotet. Und man kann die Zügel in der Länge variieren lassen, wenn man das gerne haben möchte. So, wir zeigen einem jungen Pferd im Stand, wie wirkt das Bowseye. Wir müssen dem Pferd das Gebiss oder das Kopf, nee, das Instrument am Kopf erstmal trainieren. Und das geht immer am besten, wenn man das am Boden macht und nicht unter dem Sattel. Jetzt kriegt das Pferd gezeigt, wenn ich links am Zügel ziehe, dann wirkt das Bowseye hier außen, wie eine Kandare auch. Die Kandare setzt hier einhändig ein. Wenn ich nach links gehen will, drücke ich die Kandare, den Kandarrenzügel an den Hals. Und wenn ich nach links Bowseye-Zügel ziehe, kriegt es hier Außendruck. Das Pferd lernt, im Stand nachzugeben.